einen wunderschönen guten Tag oder Abend oder wann auch immer ihr das schaut, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. JC und ich joinen mal wieder einem Server, diesmal Altes Live von Zoxen Version 2.1. Ein Altes Live-Server, den wir zufällig gewählt haben, auf dem wir beide noch nie gespielt haben, zumindest soweit wir wissen. Jedenfalls, wir wissen nichts von diesem Server, außer in der Lobby haben wir gesehen, es sind 8 Cops on. Es gibt 4 Fraktionen. Es gibt ADAC und Sanitäter als eigene Fraktion, abgesehen von Cops und Zivilisten. Ja, die Missionsdatei, die war, glaube ich, diesmal 30 Megabyte groß. Ja. Und das Spawn-Menü ist ja schon ganz schön gemacht eigentlich. Bin ich gespannt, was JC dazu sagt, sobald er dort ist. Ja, ich sehe schon. Ist ein Sneaker geworden. Ja, und bis jetzt sieht die Map auch gar nicht so schlecht aus eigentlich. Übersichtliche Schrift. Ich meine, das sind ich viele Sachen. Ich mein Kavala klar. Und. Ja, ich denke auch, dass es Kavala ist, wie üblich. ts.zoxen.com. Ich war schon mal auf dem Server. Okay. Du warst schon mal auf dem Server? Ich hab Geld und Lizenzen. Na gut, macht ja nichts. Wir können den. Wow. Ich spawne und höre gleich einen Schuss. Okay, bitte liest dir die Regeln im Vorraum durch. Ja, wir tun so, als würden wir jetzt Regeln lesen. Wo bist du denn? Was ist Auto optimieren? Okay. Das mache ich jetzt mal nicht mit der Auto-Optimierung. So. Oh. Okay, wir sind random gespawnt. Wow. Das bin ich. Wie immer, wenn die. Nein, hier ist ein Kopf in meinem Haus. Und Ohrenstöpsel, ne? Kannst du benutzen. Shift P? Oder rein? Zurzeit ist nicht viel los. Ohrenstöpsel reintun. Aber ich spawn hier und hier ist ein direkt wo bist du denn? Kopf, der irgendwas. Ich hab keine Ahnung. Ich bin irgendwo in Kavala, warte mal, irgendwo an der Hauptstraße. Ich bin südlich vom Marktplatz, aber hier hat der Cop gerade jemanden festgenommen. Zurzeit sind 2 Supporter aktiv und einer ist im Support Channel. Das ist gerade nicht los. Also ts.zoxen.com. Irgendeine Art von Problem. Nikolas, bei Fuß, du darfst nicht weglaufen, wenn du heiß bist. Komm her. Hier rüber. Da helfen ihn nette Leute. Ich will sehen, was der für eine Waffe hat. Nikolas, ich kann es dir nur so sagen, wie es war. Das ist irgendwas gescheitert für das. Ich hoffe, die akzeptieren oder nicht akzeptieren, aber die müssen es einem ja dann glauben. Weil. Ja, du sagst es mir bestimmt gleich, ich laufe gerade zum Marktplatz. Die glauben sicher. Ja, ich glaube auch gerade. Ich hab dir doch gesagt, das sieht so aus, als wäre ich schon verlangt auf dem Server. Nein, das macht ja nichts, du kannst ja... Ich hab nämlich selber Polizeiskins. Ich seh dich nicht. Bist du schon am Marktplatz? Ja, ich bin am Marktplatz. Man spawnt ja anscheinend in einem Random House, aber... Oh, die Polizeiskins, die sind hübsch. Hi! Die sind wirklich, wirklich hübsch. Heißt er gar nicht. Ich bin der Typ neben dir. Tracy, da bist du. Oh mein Gott. Ja, das ist wirklich so aus, als wärst du schon eine Zeit verbracht. Ich hab eine MXM auf dem Rücken und ich weiß nicht warum. Ich hab die einfach im Rucksack. Echt? Ja. Okay. Na gut, du siehst wirklich. Kannst du dich an diesen Server erinnern? Nein, das ist ewig her, wenn ich da drauf bin. Oh, da ist auch ein Polizist. Dann grüßen wir ihn mal. Einen wunderschönen guten Tag, Officer. Ja, mach ich. Ich bin ziemlich begeistert von den Skins hier. So, okay. Genug über die Fahrzeuge gestaunt. Das macht meinen Job, weil ich halt das kaputt bin. Tut es wirklich? Weil du dich anscheinend nicht erinnern kannst. Oder kannst du dich an den Server erinnern? Nein! So, dann lass uns dann trotzdem mal. Vielleicht hast du auf einer vorigen Map gespielt und die Datenbank wurde übernommen. Ist ja egal. Sehen wir uns mal den Marktplatz an. Warte mal, ich glaube, das gebührt nicht, weil ich hab's weg. Ist der Mac entzaubert oder was? Okay, da, es gibt ein bisschen... Danke, Chris Johnson, ich spreche für ihn. Wie komm ich denn da rein, da lang? Wie bitte? Da rein, dann kann ich jetzt fest. Wo ist denn das hin? Ich habe es beschlagnahmt. Wo sind wir? Das ist in ihrer Garage. Oh, du bist auch in der Gang-Meep. Hast du die gerade erstellt? Die habe ich gerade gemacht, ja. Lass ich mal ein, damit wir uns finden, damit wir uns nicht verlieren. Ja, gute Idee. Hat mich zwar jetzt 100.000 gekostet, aber gut, ich hatte noch 200.000 auf dem Konto. Ich weiß noch nicht warum, aber ich hatte es. Okay, dann lad mich mal ein. Welches Fall? Du komm mal rein! Stecken Sie Ihre Waffe weg. Wo ist die Zombo-Kombi?
kommen, dann okay, es ist schon mal ziemlich belebt hier am Marktplatz. Weil sie. Oh, ich bin großer Freund von Schildern. Legale Lizenzen, 20.000 Waffenschein, das ist ziemlich günstig. Je nachdem, wie viel die Waffen kosten. Ich frage mich, PKW-Führerschein, 1000, okay, das ist ziemlich normal. Führerschein, 50.000, 10.000. Ich guck mal eben, was ich für Autos in der Garage habe. Machen wir wieder. 500.000. Rohdiamanten, Verarbeitungslizenzen. Okay, die sehen auch günstig aus, je nachdem wie viel dann die einzelnen Sachen umnehmen. Ich fühle mich jetzt gerade irgendwie echt ein bisschen schwer. Ein Geländewagen kostet 12.000, achso, zum Mieten 18.000 zum Kaufen. Das ist ein recht normaler Preis. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie viel man einnimmt pro irgendwas, würde ich mir genaueres Bild machen, wie das hier bestellt ist, ob man hier schnell Geld macht auf diesem Server oder eher weniger. Also du musst überlegen, ich hatte 200.000 jetzt noch auf Hand und habe aber eine MXM auf dem Rücken, also muss die aber nicht so teuer sein, oder? Ich weiß es nicht. Ja, ist halt schwer zu sagen. Ja, nein. Oder ich bin einfach so, oder ich war damals. Aber hier dürfen wir nicht parken. Oder ich war damals halt sehr. Hier ist die Garage? Ja, hier ist die Garage. Kannst du nicht sagen. Was haben wir denn für Startguthaben? Oh, das Setmenü ist hübsch. Haben Sie das jetzt gesagt? Hättest du sagen sollen. Null Startgeld. Oh, das ist was Neues. Okay, ich habe ein paar Autos. Ein paar viele. Wo wurde das denn eingetragen? Hier wird geschossen. Oder das schießt jetzt zurück. Oh, das Handy ist hübsch. Schüsse. Es gibt eine Uhrzeit und. Schüsse. Na, der. Officer verletzt. Ich habe kein Handy. Fehlendes Smartphone. Oh, Officer verletzt. Was heißt denn all diese Symbole? Oh, ich habe ein Mini-Navi. Am Handy, eine Minimap. Eine mini große Map. Ich hab sowas nicht. Ich kann ja mal los damit. Geh auf Smartphone. Habe ich nicht, mir fehlt ein Smartphone. Achso, okay. Kontobesitzer, Sagadi, Altisbank. 15.000, da steht wieder 15.000. Dann hat man 15.000 Startgeld. Und hier ist der Markt. Sehen wir uns mal, wo haben wir Benzin? 5.000 das Stück. Okay. Bretter. Wir haben halt brauchen wir eine Anfängersache. Wo haben wir denn? Was ist denn hier? 13 Absatz 2, glaube ich. Achso, sind wahrscheinlich auch einfach Äpfel, aber. Gut, was bringt denn hier? Marihuana. 4.800 und ist unlängst gesunken. Also 5.000 ist der Startwert. Ja, das geht bei den Preisen. Holzbrandwein, Kokain, 5.500. Okay, ich glaube, man macht hier. Also wenn sie die Größen, wenn die Lagerplätze der Fahrzeuge nicht drastisch verkleinert werden. Ich habe einen Tempest in der Garage. Ich hole ihn jetzt aber nicht raus. Nein, hol ihn nicht raus. Hier sieht man nicht die Lagerplätze. Ja, aber ich kann sagen, wie viele. Wenn sie nicht winzig sind, die Lagerplätze, dann macht man hier ziemlich schnell Geld. So, was wollte ich jetzt noch machen? Genau, mir fertig den Marktplatz ansehen. Ja gut, dann. Burgerbude. Gut, die ist verlegt, das finde ich gar nicht so schlecht. Aber dieses Gebäude, es ist irgendwie, ich weiß nicht, es sperrt so die Sicht und es ist irgendwie bunkerartig. Meinst du das Gebäude, auf dem ich hier drauf bin? Ja, genau das. Ist irgendwie nicht so hübsch. Schau zu mir zu, meine Jünger! Gut, das Lagerfeuer ist nicht so schlecht. Find die immer ganz lieb zum Zoxen.com folgen. Ich müsste jetzt die MXM rausholen, mich hier hinstellen und sagen, hört mir zu, meine Jünger. Nein, wir sind brav. So. Entschuldigen Sie. Oho. So, damit man noch mein Gesicht sehen kann. Abseits, hast du das gesehen? Das ist einer runtergesprungen. Ei. Gut, was haben wir denn hier für Skins? Haben wir bis auf die Cop-Skins irgendwas Besonderes? Hast du bis jetzt was gesehen, Jaycee? Nö, also die Skins sehen mir relativ normal aus. Der SUV ist normal. Die haben die Vermin auch als Stunt-Knüfte. Oh, das ist schön. Weil ich habe hier nämlich einen guten nämlich gerade neben mir stehen gehabt. Hier unter ihn. Unter ihn, also neben ihn. Der hier. Neben ihn unter ihn. Was hat der für eine Waffe, der Typ hier also, unten? Wenn er, wenn ich sofort wegrennen würde, ja, die MXM schwarz mit Schalldämpfer und RCO-Visier. Ah, RCO-Visier. Okay, zweiter Rang. Oder was sind zwei Pfeile drauf? Ist das zweiter Rang? Ja, es steht zweiter Pfeil dran. Das müsste zweiter Rang sein, ja. Oh mein Gott. Okay, das ist. MXM ist großzügig, aber ich bin nicht dagegen. So, dann finden wir hier mal noch die ein oder andere Sache raus. Nehmen Sie, ne? Ja,
auf die Leiche zu belästigen. Lässt ihr das nicht die Frage nur, ob sie noch lebt? Einen wunderschönen guten Tag, die Herren. Oder der Herr da drüben. Oder irgendeiner davon. Okay, ich rede nicht mit dir. Nö, tschüss. Lebt einer von Ihnen vielleicht schon länger auf dieser Insel und wäre vielleicht bereit, mir ein paar Fragen zu beantworten? Oh, da schießen Sie mal los. Nein. Jedenfalls bezüglich der Fragen. Wie sieht's denn aus hier mit, sind die Polizisten nett? Haben die Zeit für einen und solche Sachen? Oder sind die hier unfreundlich und fertigen einen Gucken einfach Sie mal so da ab? Rechts, die haben alle drei Zeit für Sie. Ja, aber ich wollte das eher aus der Sicht vielleicht von einem Kleinkriminellen oder so hören. Guten Tag, Herr Doktor. Danke, das über mich. Nicht, dass ich vorhätte, Kleinkriminell zu werden oder so, aber... Ja, doch. Wir sind schon freundlich. Servus. Echt? Und wie sieht's mit willkürlichen Festnahmen und ähnlichem aus? Und haben Sie die Rebellen hier unter Kontrolle, oder? Ja. Herr Manuel? Ja, ich habe eine Frage, und zwar, wenn ich im Auto sitze und kann die Kamera nicht bewegen, wie kann ich meine Kamera bewegen? Kommen die auch. Lizenzen, wo hol ich die denn nochmal hier? Und, also Sie würden sagen, die Polizisten haben auch, wenn sie irgendwo überfallen werden und der... Die Polizisten kommen dann doppelt hin. Haben Sie auch noch ein bisschen Zeit für Sie, wenn Sie fürchterlich traumatisiert sind und ähnliches mit Ihnen zu reden? Mit der Kamera wackeln können? Ja. Und einmal alt gedrückt halten. Ja, das ist schön zu hören. Gibt es noch andere Meinungen dazu? Den Kopf bewegen. Ja, hier. Okay, ich probiere es einmal kurz aus. Ja, der Herr? Was ist denn Ihr Eindruck von den Polizisten hier? Ich finde, die Polizisten, die kommen immer wieder zum Helfen, natürlich, aber sie schießen zu schnell. Hier passiert immer. Okay, zu schnell bedeutet, sie sagen ihnen nicht vorher, sie sollen sich ergeben oder die Waffen auf den Boden legen oder kooperieren und schießen zu früh, oder wie meinen sie das? Das ist richtig, genau. Okay. Wurden sie schon oft festgenommen oder beziehungsweise sind viele aus ihrer Familie schon der Polizei zum Opfer gefallen? Ja, sehr viele. Aus meinem Clan, alle, meine Familie. Grundlos! Grundlos? Was haben denn ihre Clanmitglieder bzw. ihre Familienmitglieder gemacht, dass sie zu schnell erschossen worden bzw. überhaupt erschossen wurden? Der Bürgermeister. Wir waren eine Runde Blumen pflücken. Blumen pflücken. Und verstehe. Dann dachten Blumen. Und dann dachte die Polizei, das seien Drogen. Und dann haben wir gesagt, nein, das sind keine Drogen, dann haben wir uns kontrolliert. Dann hat der eine das probiert, ist umgekippt. Und dann dachten die alle, dass es Drogen sind. Dann wurden wir einfach erschossen. Ganz genau. Okay. Obwohl sie festgenommen waren, oder liefen sie frei herum und haben Widerstand geleistet? Nein, die wollten uns festnehmen. Oh, ich hab schon. Und dann habe ich denen gesagt, ja, wofür denn? Das sind doch nur Blumen. Und die Mohnblumen, die brauche ich für meine Herztabletten. Oder Peter? Genau, weil wir brauchen mit den Herztabletten. Ja, und dann hat er mich denn gesagt, dass er meinen Anwalt rufen will. Und dann haben die mich meinen Anwalt gesagt, die meinten, das ist ja ein reiner Polizeistaat. Ich habe hier gar keine Rechte. Hallo, und dann habe ich heute mit denen diskutiert. Und dann hat mich einer einfach in die Kammer mitgenommen. Und dann hat er mich einfach erschossen. Meine Freunde einfach erschossen. Okay. Ich bin der Einzige, der überlebt hat. Oh, das ist natürlich bitter. Also mein Beileid schon mal für ihre Clanmitglieder. Ja, dank der Helmut. Oh, Tränengas. Meine Augen, Tränen. Mein schönes Make-up. Aua. Wo bin ich? Ja, Tränengas, ich merke schon, es ist voll der Polizeistaat hier. Ich hab zu viel Moment. Langsam kann ich wieder sehen, oder bin ich für immer blind? Ich weiß es nicht. Aua. Ich komm gleich mal wieder, ich tue mir eben was an, weil ich habe ja jetzt Möglichkeit, die ich sonst nicht habe. Tu das. Der Bench startet, guck mal, ob man deine Limbs kaufen kann. Stottern Sie nicht so vor Aufregung, der Herr. Mein Herz. Lobby hopping. Wo. Mein armes Herz. Bitte.
Hört das eigentlich auch jemals wieder auf oder bin ich jetzt für mein ganzes Leben geschädigt? Dann hätte ich doch gerne Schadensersatz. Ich habe schon eine Frage, ich kann die Welt schaffen. Okay, langsam sehe ich wieder Schemen. Okay, wir. Wo muss ich hin? So, wir werden uns noch jemanden suchen. Das sind mir noch ein bisschen zu wenig Meinungen. Ich werde jemand währenddessen paar Meinungen. Ich werde jemand Kommando währenddessen des Rebellendaseins sagen, weil ich bin ja. Irgendwie habe ich eine Rebellenlizenz, ich weiß noch nicht woher. Ich fange an mit den Fahrzeugen. Ich, Reporter? Nein, ich überlege mir lediglich, ich sehe mir diese Insel an, um zu sehen, ob die denn ein sicheres neues Zuhause für mich wäre. Der Hummingbird kostet 482.500 als Rebellen. Ja. Nein, ich habe noch keine Freunde, aber ich möchte mich sowieso erstmal umhören. Ja, was ist mit mir? Ja, du bist natürlich. Das hast du nicht gerade ernsthaft auf Video gesagt. Der Herr Cooles. Und fragen Sie mich bitte nicht, woher ich Ihren Namen kenne. Das war gerade so eine Eingebung. Wohnen Sie schon länger hier? Nein. Okay, wenn Sie nicht schon länger hier wohnen, dann vergessen Sie es. Dann habe ich keine Fragen. Das einzige, eine Zeit, okay. Das einzige an gepanzerten Fahrzeugen, die du als Rebell kaufen kannst, sind der Ifrit. Ja, JC macht gerade noch. Ich habe gerade Leute angesprochen. Wie bitte, was ist? Bitte wiederholen Sie noch einmal, was Sie gesagt haben. Ich weiß noch nicht, was ein Server ist. Ich suche keine Kellner. Ich wüsste nicht, wozu ich hier irgendwo einen Kellner bräuchte. Allerdings wollte ich Sie fragen, der Herr und Weggeser. Guten Tag. Man, Grid, 0, 3, 6, 1, 3, 1. Hold. So, aber sonst ist die Polizei hier ganz okay. Sonst es geht nur außen geben. Manche Personen sind nicht benötigt. Ja, ich wollte einfach noch mal hören, ob es noch andere Leute gibt, die der Meinung sind, dass die Polizei zu schnell schießt, oder ob andere Leute der Meinung sind, dass es die Polizei es genau richtig macht. Ihre Sportlimo vielleicht auf dem LKW-Parkplatz geparkt haben. Wo steht denn LKW-Parkplatz? Große Nachteile, die Lynch kostet mal eben nur 500.000. Die saß hier jetzt. Ich möchte mich erst mal umhören, bevor ich irgendwas mache. Ja, aber die meisten Polizisten sind gar nicht jemals 10.000 Leute. Oh, okay, das freut mich. Also wäre sehr nett, wenn Sie vielleicht Ihr Fahrzeug trotzdem. Also Sie können auch mit ihnen normal plaudern und normal reden und sind freundlich. Ja, der, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Dad, irgendwas. Der ist ganz nett. Okay. Und der hier, der Mikey Black ist auch ein ganz netter. Manuel Goldiger, den kenne ich. Oh, okay. Hier der, nee, der, den meine ich hier. Habe eine Frage. Der Jack Kerry, den kenne ich noch aus der Kinderzeit, richtig goldig. Du kannst kaufen, die Wagen. Also ich würde sagen, dass trotz der ein oder anderen schlechten Erfahrung die Polizisten hier vorbildlich sind, also einige davon. Bitte? Okay. Ja, einige. Der Jack Kerry. Oh, der ist die geil. Nee, den Josef Kerry, den kenne ich noch aus seiner Kinderzeit. Also ich weiß nicht, was ich das verhalten soll, dass die mal eben nur 500.000 kostet. Also ich stehe ja hier gerade mit Lynch und Safi. Also man kann in Ruhe gehen. Ganz goldiger. Nein, die anderen 20.000. Wie sieht denn das aus, der Herr? Wie sind denn eigentlich immer viele Polizisten im Dienst oder sind es oft zu wenige? Wie schätzen Sie das ein? Sehr gut. Ausgeglichen. Ausgeglichen, also genau richtig viele. Dankeschön. Und kommen Sie schnell, wenn Sie einen Notfall haben, weil Sie überfallen werden oder ähnliches oder Sie bedroht werden? Ja, da also ich glaube, die Pflanzen kommen, nur so nebenbei. Nö. Ja, so genau wollte ich das gar nicht wissen. Ja, das sind auch nur Menschen. Wenn die was zu tun haben, können sie auch nicht sofort kommen. Natürlich. Darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Ich wollte nur wissen, wie es denn so aussieht. Ob die Polizei das unter Kontrolle hat oder die Rebellen überhand nehmen. Die kommen im rechten Moment. Nee.
Oh, das ist schön. Die kommen immer perfekt. Der Josef Curry hat mir schon oft geholfen, der Knabe. Meistens kommen sie gleichzeitig. Okay. Ja. Der Herr, ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Antworten. Das hilft mir schon einiges weiter. Gibt es hier denn einen Polizisten, der mir vielleicht die eine oder andere Frage beantworten würde? Herr, Sie haben aber Ihr Leben echt nicht einfach gehabt. Scheinbar. Warum? Sprechen Sie mit mir? Oder? Sie sehen so männlich aus. Wieso haben Sie dann so eine weibliche Stimme? Ja, ich werde dauernd von Leuten diskriminiert, nur weil ich ein bisschen männlich aussehe. Die glauben, sie müssen mich immer darauf hinweisen. Ich muss Ihnen sagen, als junges Mädchen musste ich leider Hormone nehmen und die haben leider gemacht, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Also, wenn Sie nicht meine Gefühle fürchterlich verletzen wollen, dann sprechen Sie mich bitte nicht mehr drauf an. Also, ich kann Sie da beruhigen, Hallo? Ja? Ich rede gerade. Mal Klappe da hinten. Ich kann Sie da beruhigen, es liegt wirklich nicht daran, dass Sie so männlich aussehen, sondern dass Sie schwarz sind. Daran liegt es. Ich bin nicht schwarz. Würden Sie sagen, meine Arme sind schwarz? Das ist lediglich, erstens mal, selbst wenn, wäre es egal. Zweitens, bin ich einfach nur ein bisschen stark gebräunt. Der Peter und ich waren im Zweiten Weltkrieg Soldaten. Oh nein, jetzt fahren alle Polizisten weg und jetzt habe ich keinen mehr, der mir ein paar Fragen beantworten kann. Das ist ungünstig. Ich nehme jetzt gerade einen Kater an, weil du verschiedene Fragen hast. Doch, da drüben ist noch einer. Der Herr? Haben Sie vielleicht Zeit, mir die eine oder andere Frage zu beantworten? Jetzt seid doch mal ruhig da. Vielleicht woanders, weil hier verstehe ich kaum was. Ich komme gerne mit, wo auch immerhin. Der Herr Beck ist dafür also bekannt, aus dem Gefängnis, ich stehe nicht auf Gefängnis, aber... Passen Sie auf, Sie werden noch sexuell vergewaltigt. Das braucht. Aufpassen! Das ist ein ganz Böser, der hat schon ganz viele Leute sexuell beleidigt. Genau. Mein Gott. Kann schon auf mich aufpassen. Gehen Sie nicht mit! Auch wenn er Ihnen diesen kleinen Hasen zeigen will, gehen Sie nicht mit. Nee, ich hab keine. Der will Ihnen nur Hasen zeigen. So, danke schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, mir die eine oder andere Frage zu beantworten. Kein Problem. Beispielsweise würde mich interessieren, die anderen Herren, bitte seien Sie so nett und lassen mich mit dem Herrn reden. Also ich würde mich... Sie können zwar hier bleiben, aber ich würde Sie bitten, dass Sie nicht laut sind oder ähnliches, weil sonst verstehe ich den Herrn Officer nicht. Wir gucken doch nur. Entfernen Sie sich bitte. Sie möchten auch nicht beim Sex beobachtet werden, oder? Und danach werden Sie bitte erwachsen. So, vielen Dank. Die Frage, die ich hatte, war beispielsweise, wie sieht denn das aus? Was ist denn die stärkste Waffe, die Polizisten haben auf dieser Insel? Die stärkste Waffe? HMG. Also ich spreche so von so Waffen wie MK18, Zafir. Ich kann sagen, das größte Kaliber haben wir mit einer Lynx. Okay. Und was für ein Rang sind Sie denn, wenn ich fragen darf? Also der wievielte von unten, wenn das nicht zu abfällig klingt? Ich bin der zweite Rang, also sprich Officer. Officer, und Rang 1 ist ein Rekrut oder fängt Rang 1 mit dem ersten Polizisten nicht in Probezeit an? Rang 1 ist Rekrut. Ah, okay. Und Sie haben eine MXM? Oder was ist das? Ja. Okay. Und die hat man mit Ihrem Rang schon. Und der Rekrut, womit beginnt denn der seinen Dienst? Der Rekrut beginnt mit seinem Dienst mit einer Taser-Pistole und einem Taser-Gewehr. Okay, danke. Wie sieht denn das aus? Stellt das kein großes Problem dar, dass die Rebellen, ich habe gesehen, beziehungsweise mir sagen lassen, dass die Rebellen hier sogar mit Lynx und Zafir herumlaufen? Weil da fühle ich mich ja nicht besonders sicher, wenn ich weiß, dass die Rebellen mit so riesen Maschinengewehren herumlaufen, die einfach nur alles durchschlagen, so Wände und so. Wie geht denn die Polizei damit um? Wir versuchen natürlich Konter zu geben. Ich meine, ab höheren Rängen haben wir natürlich auch Zafir, MK18 etc. Und können natürlich dann auch ebenso
Brände. Die Polizisten foltern, die sind böse. Ja, ganz toll. Und wir können natürlich mit verschiedenen taktischen Einsätzen, wie zum Beispiel einer Flashbang oder Gasgranaten vorfolgen, mit denen die Sicht rauben. Ja, die Gasgranate habe ich schon kennengelernt. Wie sieht es denn aus? Was haben sie denn für gepanzerte Fahrzeuge und was haben denn die Rebellen für welche? Also ich persönlich habe diesen Gewehr in der Hose. Dafür brauche ich einen Waffenschein. Nur ein Ifrit momentan. Die Polizisten haben einen Hunter und einen Strider. Ein Hunter und ein Strider. Besitzt eine der beiden Fraktionen bewaffnete Fahrzeuge? Die Rebellen haben einen, meinen Offer oder HMG. Okay, komm mal mit. Einfach. Okay, ja, ja. Komm mal mit. Gehen Sie mal weg da. So. Der gute Herr, mir war bis nicht bekannt, dass Sie mir hier Anweisungen zu geben haben. Oh, nee, kommen Sie erst mal her. Naja, jedenfalls. Ah, der hat eine Pistole. Ja? Ah, Hilfe. Benimm dich mal. Mikey. Dann ich glaube, der ist dann ausgerutscht. Pistole und ein Gewehr in der Hose. Luftfahrzeuge natürlich, die auch bewaffnet sind, die aber nur rausgeholt werden, wenn, sagen wir mal, Leute da sind. Mörder! Polizei! Oh, okay, also beispielsweise, Sie haben ein vielleicht ein Ghost Hawk HMG, oder? Ja, das ist richtig. Ah, okay. Und die Rebellen, die haben keine bewaffneten Helikopter. Die haben normale Helikopter, wie zum Beispiel der Hummingbird mit den Bänken an den Seiten. Und da können ja bis zu 4 Rebellen Platz nehmen. Und wenn da 4 Rebellen mit Starfield-Flaschen sitzen, macht die auch schon ganz gut Schaden. Ja, da muss ich Ihnen leider zustimmen. Ich bin ein alter Mann. Und die Rebellen haben die typischen Rebellen-Helikopter wie... wie den Mikey, Hummingbird. Haben Sie vielleicht auch die Taru oder mit Außenbänken oder einfach nur Hummingbird? Komm, ich zeig den echten Hasen. Nein! Was ich das weiß, haben die Rebellen einmal den Hummingbird halt mit Sitzen, den M900 ganz normal für Zivilist. Mikey, dann den Mohawk, den Orca. Ich meine sogar einen Taru zur Verfügung. Taru Fracht. Okay, also. Haben Sie gerade irgendwas gesehen? Ohne Wärmesicht oder mit? Herr Peter? Ich habe hier gerade nichts gesehen, oder? Hier haben auch nichts gesehen. Gut, hat mich nur interessiert. Einmal den Taro Frach. Okay. Peter? Nee, der nicht. Okay, weil beim Taro gibt es ja, soweit ich weiß, die Möglichkeit, dass es den mit Thermalvisier gibt. Herr Klausmeier. Es hat mich nur interessiert, ob die Rebellen diesen Vorteil auf ihrer Seite haben, nachdem ich annehme, dass die Polizei die Hellcat hat. Sie wollen da gar nicht hingehen. Sie wollen sich jetzt lieber einen schönen Kaffee holen. Okay. Ich glaube, das wollen sie eher machen. Wie würden Sie sagen, mich würde noch interessieren, wie laufen denn hier die meisten Überfälle ab? Funktioniert das so nach dem Schema Hände hoch oder du bist tot? Oder sind die Leute da schon ein bisschen kreativer? Herr Klausmeier, wollen Sie vielleicht sich noch einen Kaffee holen? Ich habe noch einen Kaffee. Genau, mal Einstiegsverbrecher, die natürlich sagen, Hände hoch. Was wollen Sie für ein Problem? Arbeiter und ist tot oder stehen. Herr Klausmeier, wollen Sie sich einen Kaffee holen? Aber es gibt dann auch... Herr Klausmeier, einen Kaffee wäre jetzt genau richtig. Die seriösen Kriminellen, wo sind die hin? Verwandeln das alles nochmal in ein Erlebnis. Das hat man vielleicht noch nie gesehen. Herr Klausmeier, warten Sie mal! Warten Sie, Hilfe! Okay, gibt es davon hier einige? Also gibt es auch ganze Gangs, die dafür bekannt sind, Überfälle, ich sag mal, auf hohem Niveau mit vielleicht auch Schadensbegrenzung zu machen? Sie doch! Ah, Hilfe! Loslassen! Gibt's, Hilfe! Es gibt, welche, ja. Sagen wir mal, sehr sozial sind oder sein können, wenn sie wollen. Hier ist er lang. Kommen Sie mit? Ja. Es gibt natürlich auch dementsprechend aber auch wieder Leute, die dann so 0815, Hände hoch oder du bist tot arbeiten. Okay. Na gut, ich denke, Sie haben mal alle meine Fragen Hände hoch oder du bist tot. Gibt es sowas wie Safe Zones? Das würde mich jetzt gerade noch interessieren in dem Zusammenhang. Okay, sehr schön. Okay, dann ich danke Ihnen. Sie haben mir, denke ich, alle meine Fragen zu Genüge beantwortet.
Ich bedanke mich für das nette Gespräch und ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr von irgendwas abgehalten. Hier vorne in das Haus reingelaufen. Nee, passt schon. Okay, nur weil ich merke, dass so die Leute sich in der Zwischenzeit gegenseitig fesseln, rumlaufen und alles. Ich hoffe, das ist der ganz normale Wahnsinn und niemand ist zu Schaden gekommen. Komplett richtig, ja. Okay, na gut, dann sehe ich mich noch ein bisschen hier um. Danke allen für das Gespräch, vor allem die konstruktiv geblieben sind. Und sage mal, auf Wiedersehen. Kein Problem. Tschüss. So, JC, was hast du denn in der Zwischenzeit noch festgestellt? Ja, ich habe festgestellt, dass ich da schon wieder voll Idioten rum. Ja, ich habe auch den ein oder anderen gehört, weil das ist immer ein bisschen overpowered. Stufen würde. Ich finde das immer mit der Lynx, aber gut, das ist jeder eins. Du kannst bei Z-Einstellungen mal eben das Gras entfernen, das ist für Sniper noch viel einfacher. Echt? Ja. Z-Einstellungen, lass ich mal sehen. Na gut, aber vielleicht funktioniert das damit auch besser, oder? Kann das sein? Wenn du das Gras wegmachst, dann chillst du, dann setzt du dich einfach ins Gras ohne irgendwelche Probleme und hast einfach, oh Gott, Hilfe, ich bin tot, nicht. Und kannst einfach leicht snipen. Ich sehe zwischen viel und normal keinen Unterschied. Na dann weg mit dem Gras. Tatsächlich, das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, ich schon, aber nur auf privaten Servern. Okay, optimiert das optimiert das auch irgendwas? Also läuft das Spiel flüssiger, wenn er das Gras nicht bricht? Auch hier können Sie das Graswiderum anpassen, dieses braucht für Performance-Empfehlung ausschalten. Dann ist das ja eigentlich was Sinnvolles. Nicht was negativ sinnvoll ist, weil Gras ist dafür da, damit nicht jeder so sich hinlegen kann. Das stimmt. Dann einfach. Ja, natürlich, weil wie oft hat man das, man legt sich irgendwo hin und das Gras verdeckt alles Interessante. Ich habe schon wieder Schaden am scheiß Gras. Ich habe schon wieder Schaden am Feuer gemacht. Okay, JC. Ich habe herausgefunden, ich weiß nicht, wie viel du davon gehört hast, die Polizisten haben auch die Lynx. Ja. Beziehungsweise sie haben in höheren Rängen auch die Zafir. Haben sie auch, ja, hier. Kannst du dir für 500.000 kaufen? Also, man muss dazu sagen, auch wenn ich nicht viel von Lynx und Zafir in Altis Life halte, muss man sagen, zumindest ausgeglichen ist es. Hm. Also, wenn sie beide haben. Was hältst du davon, dass schon der zweite Rang mit einer MXM herumläuft? Das kann man ja so oder so sehen. Kommt drauf an, wie dann die Leute jetzt von Rekrutenstand aus gucken bleiben. Das stimmt, ja. Wenn das noch relativ kurz ist, dann denke ich, das ist ein bisschen fragwürdig. Wenn das jetzt ein bisschen länger ist, dann würde ich sagen, gut, kann man machen, muss man aber nicht. Andererseits, wenn da wirklich Leute mit der Zafi herumlaufen, was sollen die dann mit einer, was weiß ich, mit einer TRG oder was mit auch immer? Mit einer Vermin ratzen sie eben schnell alles weg, die Rekruten, einmal die Runde und dann hat sich das mit denen. Ja, naja. Aber die Zafi schlägt ja auch durch gepanzerte Fahrzeuge durch und Wände und alles. Naja, gut, aber mal abgesehen davon ist es ja anscheinend relativ balanciert. Und nachdem hier gerade vorher einfach so 4 oder 5 Polizisten am Marktplatz waren, sieht es jetzt auch wirklich nicht so aus, als wären hier zu wenig Polizisten. Hey, macht einfach das Feuer aus. Frechheit. Ich bin gerade noch immer in der Map. Ja, die würde ich mir jetzt gerne auch mal ansehen. Wir haben schon gesehen, es gibt ein Marktsystem, Lizenz am Einzelhandel. Parkplätze, was haben wir hier noch auf der Map? Logistik, Entwicklerstraße, okay. Einfach nur ein Name zum Spaß, ich weiß es nicht. Ich bin da hinfahren, ich habe hier meine Karre hier stehen. Ich glaube, dann wird das Video nur ein bisschen zu lang, wenn wir noch irgendwo herumfahren. Das können wir uns vielleicht. Oh, Zoxen Biergarten, Barkeeper. Ob das ein Liquor Store ist oder was anderes? Können wir ja mal ein Update machen und uns das genauer ansehen. Holzabbau. Okay, DP11 ist hier auch ein Hotspot. Wobei der Kupferhändler verschoben ist. Da wo nun mal Kupfer ist, ist hier Glas. Kokerverarbeitung bei DP12 fast. Oh, okay. Ach, da das macht die Hauptstraße noch ein ganzes Stück interessanter. Ich hab die Kokainverarbeitung untersucht, weil ich eine Kokainlizenz habe. Gar nicht, oder? Doch, ich hatte Kokaininsel. Ich glaube, das rote Gebiet bedeutet vielleicht, dass die Rebelleninsel eine RDM-Zone ist. Nein, das ist eine polizeifreie Zone. Sobald sich da ein Bulle reintrifft, wird sofort geschossen. Ich kenne das, das ist auf vielen Servern so. Okay, na gut, das kann man ja überleben. Tankstelle. Ich finde auch die Rückzugszone für Rebellen auch eine bullenfreie Zone.
Interessant, Zaros ist ja auch eine kleine Metropole. Und sind, wie sieht denn das aus? Was sind denn diese roten Felder? Roten Felder sind meistens Safe Zone. Na, hier ist die Safe Zone grün, hier in Kavala. Hey, Ganggebiet, aber... Ganggebiet. Ganggebiete, okay. Waffen, Kleiderladen, Rebellen, Außenposten, okay. Sophia. Du hast oben auch eine schöne, wie heißt das schon jetzt noch? Legende. Polizeitrainingsgebiet gibt es ja auch. Ah ja, tatsächlich, wenn man rauscrollt. So, liebe Zuschauer, hier seht ihr auch die Website, das Forum, TS, Support. Okay. Justizvollzugsanstalt. Wo ist denn der Knast? Das war auch noch interessant. Das ist interessant, wo die Zentralbahn steht. Oh, da ist. Ist das eine Mauer? Ist auch interessant. Das Rote? Ja, das Rote ist eine Mauer. Ich kenne die Mauer, das ist eine miese Mauer. Okay. Hallo? Toll. Und interessant finde ich noch den Rebellen-Außenposten nördlich davon, wo normalerweise der Ölhändler ist. Nördlich von DP-12 bei Lacker. Finde ich verständlich, weil das ist ein Militärgebiet, deswegen. Es ist ein Militärgebiet, aber es ist voll nah am... Ja, gut. Also, ich meine, es ist angenehm, man ist schnell bewaffnet, aber naja, es passt zum Rest des Servers, mit schnell gut bewaffnet zu sein. Die MX kostet 150.000. Okay, ja, das ergibt irgendwie einen Sinn in diesem Zusammenhang. Mir kommt so vor, als wäre jetzt vielleicht bis auf den Nordwesten der Karte, wäre ziemlich alles gut ausgenutzt. Also, wobei eigentlich geht so, weil außer um Salz zu machen, warum würde ich sonst nach Sofia spawnen? Ja, und zum Autoschiebe. Ist es der einzige? Nein. Nein, es gibt 1000, es gibt 3, ich habe 3 gesehen. 3 sogar, okay. Also Autoverkauf ist hier groß, ja tatsächlich. Herr Kopland. Hast du irgendwelche besonderen Sachen gesehen? Ich sehe nur Weintrauben als irgendwas Besonderes zum Abbauen. Holz kannst du abbauen, Weintrauben kannst du abbauen, du kannst Aufträge bekommen mit Handy, das habe ich gerade noch zufällig so kurz gesehen. Wir haben hier Aufträge tatsächlich. Wir haben den die Polizei beleidigt. Okay, also viel Negatives ist im Nordteil, das passt eigentlich ganz gut. Nur um Sofia herum ist es ziemlich leer. Aber dann lass uns das mal ansehen. Wo hast du, beim Smartphone hast du diese Aufträge gefunden? Oder ja, rechts, Symbol oben. Also Jobaufträge, Apfel und Butter. Ist das Äpfel und Butter? Pfirsichhehlerei, immer wieder freitags, Apfelgranaten, okay. Mal sehen, was es damit auf sich hat. Apfel und Butter. Oh Gott, fürchterlicher Name. Athanasios Iriorgos hat einen Auftrag für dich. Er benötigt dringend den Gegenstand Apfel und zwar 120 Mal. Du hältst dafür 12.000. Finden kannst du den Kavala, Bootsverkäufer an den Koordinaten. Das klingt ja mal spannend. 120 Äpfel für 12.000. Der Herr das ist doch nicht so schlecht. Genau, Terukos, mein Name. Auftrag für dich, ich benötige dringend Gegenstand Pfirsich und zwar 95 Mal. Du hältst dafür 1.300. Läuft so immer wieder gleich ab, aber ist prinzipiell spannender als einfach nur hinlaufen und Äpfel fahren und dann verkaufen. Wenn es auch noch mehr wert ist, dann zahlt sich das richtig aus. Interessant für die Man kann zum Beispiel bei Korruption auch noch Sachen machen, 200.000 Aufwärts. Das ist richtig interessant. Annehmen. Ich bin eigentlich ziemlich begeistert vom Design von diesem Handy und ich finde das ganz süß gemacht. Anrufen. Dann werde ich auf einmal von einer wild gewordenen Person... das sind so Notrufer. Ich glaube, hilfreich wären in manchen Fällen noch, wenn auch erklärt wäre, was welches Symbol bedeutet, wenn man mit der Maus drüber hovert. Aber das hat man wahrscheinlich auch sehr schnell draußen. Ja. Da kann ich noch mal eine Möglichkeit, Leute zu schreiben. Und hier, more coming soon. Also ich will mal sehen, wie das bei dir ankommt. Ich will mal sehen, wie das bei dir aussieht, wenn ich einen SMS schreibe. Hallo, sieht ganz normal aus. Oh, langweilig. Aber ist egal, das Handy hat's drauf. Okay. Jason, es wird Zeit für unser Fazit. Oh, Schlüsselbuch.
Was? Okay. Was sagst du denn zu dem, was wir von der Map bis jetzt gesehen haben? Ich sag mal, der Marktplatz ist ja das Aushängeschild. Marktplatz ist übersichtlich. Fast in 2 Grad, wie viel ich schon bin. Marktplatz ist das Neue, das Gebäude habe ich selber so noch nie gesehen. Sonst, die Gebäude Standard kann man machen, dass es nicht alles auf Marktplatz verstreut ist. Somit der Marktplatz eher so ein Treffpunkt für Freunde oder so ist. Die Parkplätze auch gut, kann man machen. Polizeiparkplätze hier, extra abgesichert vor den Schranken. Ja, ja. Auch schon fast gesehen, ist jetzt in Ordnung, ist für die Übersicht ganz gut. Siehst du das? Die 3 Skins sind ganz verschieden. Also wenn das ganz links ein Polizeiskin ist, was ich gerade nicht glaube, weil, keine Ahnung, warum steht er sonst? Aber es sind im Zivilfahrzeug, normaler SUV und normaler Hatchback. Nein, also die zwei davon sind auf jeden Fall. Ja, zivil. Achso. Dürfte ich Sie bitten, dass Sie den Parkplatz verlassen? Mikrofon muted. Entschuldigen Sie, ich habe lediglich, ich wollte nur die schöne Lackierung bewundern. Ich habe nicht vor, irgendein Fahrzeug zu zerkratzen oder ähnliches. Ich bewundere nur die schöne Lackierung, die Polizei da hat. Gibt es für Zivilisten auch so schöne Lackierungen? Oder andere interessante? Weil ich habe noch nichts mit einem Muster hier gesehen. Dann darf ich Sie mal festnehmen? Ungern, aber... Nein, also anders gesagt eher nicht. Sie würden sich jetzt nicht dagegen wehren, oder? Ich würde mich einfach mal hinter den Polizisten hier stellen und hoffen, dass er nicht zulässt, dass ich hier festgenommen werde von irgendjemandem. Also der Herr Black kann Ihnen dann eine Story erzählen. Ich komme auch mit 2 durch. Okay. Nein, ich wollte abzutun, ich muss weg. Im ersten wird es etwas schmerzvoller. Okay, Jason, kommst du mal in die Nähe? Ich glaube, ich werde vielleicht... Kannst du dich mal... Ja, da würde ich ihn ziehen und die alle abknallen, aber gut. Okay, nicht alle. Das ist das Problem. Gut, ich würde noch rausfinden, ob es vielleicht auch noch interessante Skins für Zivilisten gibt. Der Aushändler ist ein bisschen weiter. Na gut, egal. Wir haben noch keine interessanten Skins für Zivilisten gesehen. Ja, okay. Was sagst du ansonsten zu dem, was wir hier sonst gesehen haben, bezüglich Bewaffnung und... Bewaffnung finde ich, ist ja völliger Vollsinn. Weil man braucht keine M320, um Leute zu töten. Gut, das ist jeder seine Entscheidung. Des Weiteren braucht, finde ich, auch das, wenn man schon so eine Lünze hat, sollte man kein Gras wegmachen können. Kann ich jetzt aber auch nicht denen sagen, das ist jeder seine Entscheidung. Performance ist es natürlich besser. Sonst. Ja, gut. Da kommt es dann das gleiche. Dann könnte man es ausgeglichen nennen. Ja. Die Map ist auf die ab der Mauer ein bisschen. Oh Gott! Leer. Ja, aber sonst kann man es machen. Es gibt zum Beispiel 2 Kokainplantagen, sehe ich gerade. Ah, tatsächlich. 2 Schlafmann-Plantagen. Wo ist er hin? Ich glaube, der fliegt hier im Bürgerstand. Dass man auch, wenn man Kildrost ist, auch da was machen kann. Kann man, ist auch gut. Sonst alles ein bisschen verteilt. War auch ein bisschen zusammengeworfen. Kann man aber, ist aber schon besser als auf anderen Servern. Helikopter, kann ich nichts zu sagen. Ich habe nie einen gesehen. Krottplatz von Alte ist auch da, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ich sehe gerade nur einen Medic-Helikopter. Das sieht ganz hübsch aus. Sehe ich gerade nicht. Aber auch leider, ich war da viel zu nah am Schienen, weil ich direkt unter dem Krankenhaus bin. Ah, okay, ja, das kann sein. Ja, ich muss halt sagen, ich finde das mit der Bewaffnung, dass man schnell Geld machen kann, dass es hier die Zafir gibt und die Lynx überhaupt so günstig gibt, dass man das Gras wegmachen kann, das ergibt alles ein Bild vom Server, dass man hier schnell Action haben kann. Und andererseits scheint es eben ausgeglichen, dadurch, dass die Polizisten auch Zugang zu stärkeren Waffen haben. Was ich nicht weiß, haben die Cops schon ab den Rang, wo du mit dem du geredet hast. Ich glaube, der hat ein Auto eingeschrieben. Ich weiß es nicht. Ich habe hier bis jetzt richtig nur mit dem Rang 2-Typen geredet. Sonst haben wir wieder das Problem, dass man wieder
relativ schlecht ist gegenüber einer Lynx und einem genau, Officer. Genau, deswegen, das zumindest muss man sagen, dass es hier aufeinander abgestimmt okay, ist. Dann ja, aber weißt du nicht, ob die Cops auch anders sind, die können auch bloßen können und dann heißt es halt Officer gegen Lynx und das ist dann auch wieder negativ. Ja. Was mich wundert, ist allerdings, dass bei so krassen Waffen, dass die Cops hier mit normalen Sport-Hatchback, SUV und so herumfahren und dem Geländewagen, den wir vorher gesehen haben. Weil die werden da ja einfach in 0, nichts rausgeschossen. Da müsste man natürlich auch die Serverregeln lesen, ob man einfach jemanden rausschießen darf, so. Keine Ahnung. Steht im Forum. Ich finde die Map interessant. Allein schon mit den vielen Drogenfeldern, also den Alternativen. Mich würde interessieren, wie viel man hier wirklich ausgeraubt wird. Wie gesagt, vielleicht finden wir das doch mal bitte da runter. Im Update heraus oder so. Ja, wenn wir ein bisschen Geld auf dem Zettel gemacht haben, dann sind wir also drüberlich. So, genau, dann können wir auch ein bisschen herumfliegen. Mich würde auch interessieren, was dieser Zoxen Biergarten ist, ob da tatsächlich irgendwelche Leute hingehen, wie es hier überhaupt mit Roleplay aussieht. Denn der Polizist, der war schon sehr freundlich und ganz höflich. Mir gefällt auch die Kopfanwesenheit. Und in die Arme, ich fang dich. Ja, bis jetzt scheinen sie auch sehr freundlich. Die paar Troller, die hier am Marktplatz waren, naja, gibt's halt auf jedem Server. Also, bis jetzt von meiner Seite aus ein gemischtes Bild. Der Marktplatz beispielsweise gefällt mir nicht besonders. Dagegen gefällt mir das schon, wenn schon krasse Waffen, dass beide Seiten sie haben. So auch. Ja, und ich mochte die Leute, mit denen ich gesprochen habe. Okay, Jason, wenn du nicht an dieser Stelle noch irgendwas hinzuzufügen hast, dann würde ich sagen, war's das mal? Gut, ich habe gerade noch so eine richtige Nicht-Kopf-Funktion. Der Typ war auf dem Red Burger drauf, er ist runtergesprungen, nachdem ich ihm geholfen habe, und dann wurde er gleich festgenommen und wird jetzt gerade weggeschliffen. Ach, da bist du ja schon. Okay. Ich ignoriere das gerade. Einerseits kann sein, dass es in den Regeln sowas gibt bezüglich, ja, wenn. Vielleicht hat er ihn einfach nur mitgenommen, damit er da nicht die ganze Zeit runter und drauf springt. Wäre natürlich interessant. Ich denke, wir werden es einfach so machen, wir beenden hier mal die erste Folge und dann sehen wir uns das noch genauer an. Wenn noch was Interessantes passiert, dann veröffentlichen wir das in unserem Update. Yay, Update. Okay, liebe Zuschauer, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr konntet euch ein Bild vom Server machen. Mir jedenfalls hat es gefallen, insgesamt. Jason? Ja, war ganz gut. Ja, auch ja. Ich weiß nicht, warum ich damals auf dem Server aufgehört habe, aber ja, gut. Jedenfalls, die Symbole finde ich auch noch ganz lieb. Vor allem viele Punkte für das Layout vom Z-Menü, vom Handy, vom Spawn-Menü. Sehr schön. Na gut, hallo liebe Zuschauer, bis nächstes Mal. Tschüss. Weil es